Willkommen zurück bei Kreativgefühl. Ich bin Sina und heute gibt es wieder ein Malvideo. Das heißt, wir werden gemeinsam eine Seite in meinem Kreativbuch füllen. Außerdem endet heute am 1. November die Anmeldung für den Kreativkurs. Das heißt, wenn ihr dann noch dabei sein wollt, die nächsten 4 Wochen lang gemeinsam kreativ zu sein und gemeinsam Seite für Seite dieses Kreativbuch zu füllen, dann schaut unbedingt in der Infobox, da verlinke ich euch die Website und nur noch bis heute Abend könnt ihr euch anmelden. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, die nächste Anmeldephase gibt es halt nächstes Jahr erst wieder, dann seid dabei, dann können wir uns einen richtig schönen kreativen Herbst machen. Aber jetzt will ich erstmal euch in diesem Video auch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr ganz simpel kreativ werden könnt. Für die kleinen Farbfleckentierchen nutze ich dickeres Papier, also da könnt ihr auch gut Aquarellpapier nehmen und unterschiedliche Pinsel. Da das jetzt alles ein bisschen kleiner wird, kann ich euch empfehlen, auch auf kleine Pinsel zurückzugreifen. Ich nutze hier recht viel so einen Zweierpinsel, aber zum Farben anmischen erstmal einen größeren Pinsel. Und dann arbeite ich mich erstmal mit einem Bleistift vor, um so ganz grobe Proportionen raufzubringen. Und zwar habe ich mir Bilder angeguckt und habe geschaut, was sind denn so die Merkmale von jetzt einem Igel? Das ist das erste Tier. Und habe geschaut, okay, es ist vor allem, sind die kleinen Öhrchen wichtig, dass die irgendwie rund sind und dass die niedlich aussehen. Und dann gibt es das ganze fluffige Fell drumherum, beziehungsweise ja eigentlich die Stacheln, aber in dieser Art und Weise ist es jetzt einfach wichtig, dass das sehr unregelmäßig aussieht und habe deswegen ja versucht, das so ein bisschen ja wilder herum zu gestalten. Und bei den Tierchen geht es ja jetzt darum, dass man im Prinzip so eine Art Farbfleck erstellt, der ganz ungewollt zu einem Tier wird. Also dass es so aussieht, als ob es ja gar nicht von vornherein so gewollt war, dass es ein Tier ist, sondern eher Farbflecken, die dann zufälligerweise so ein Tier ergeben. Weshalb es auch ganz schön ist, wenn man dann mit ein bisschen mehr Wasser und mit einem größeren Pinsel dann die Farbflächen nach unten so ein bisschen ausstreichen lässt. Und das heißt, ihr müsst das Tier absolut nicht vollenden, sondern es geht nur darum, kleine Merkmale hereinzubringen. Und das machen wir dann vor allem gleich mit schwarzen Akzenten. Das sieht jetzt noch so ein bisschen ungewohnt aus, aber mit den schwarzen Akzenten wird dann direkt aus dem Farbfleck ein Igel. Weiter geht's mit einem kleinen Fuchs. Da habe ich vor allem natürlich die Ohren herausgebracht. Bei den Ohren ist es super, wenn bei den Farbflecken die Ohren dann nicht direkt ganz gleichmäßig aussehen. Also ihr seht das so ein bisschen bei dem rechten Ohr, dass ich dort dann bewusst das Innere des Ohrs jetzt noch ein bisschen heller gelassen habe. Das sind wirklich so ganz Kleinigkeiten, die aber am Ende zu einem stimmigen Gesamtbild führen. Auch das Mischen von unterschiedlichen Farben ist total spannend, finde ich, und gut für diese Farbflecken, einfach damit es interessanter wirkt, damit ein bisschen mehr Kontrast reinkommt. Und dabei geht es jetzt auch wirklich nicht darum, dass ihr mit unterschiedlichen Farben so richtig das Tier malt, sondern dass die Farben auch ein bisschen willkürlich eingesetzt werden können, so wie jetzt zum Beispiel das eine Ohr dunkler ist als das andere. Das heißt, da müsst ihr gar nicht danach gehen, wie der Fuchs wirklich aussieht, sondern eher wie der Farbfleck vielleicht wirken könnte. Dann ging es zu den beiden Pinguinen und bei dem Pinguin habe ich ein bisschen zu viel Farbe aufgetragen und da habe ich dann einfach mit einem größeren Pinsel den ein bisschen abgestriffen und dann die Pigmente wieder von der Farbfläche geholt. Das geht ganz gut, wenn ihr dickeres Papier habt. Und dann habe ich die Kante noch wieder so ein bisschen aufgeraut quasi, also das so ein bisschen fluffiger versucht zu machen, damit es ein bisschen ja, mehr nach kleinen Pinguinen aussieht. Für die schwarzen Akzente habe ich dann jetzt hier so einen Nullerpinsel genommen. Das ist wirklich sehr klein und auch ein bisschen friemelig, da muss man sich so herantasten. Wenn euch das zu viel ist oder ihr auch gar nicht so einen kleinen Pinsel habt, könnt ihr super gerne auch einfach einen Fineliner nehmen. Das funktioniert auch total gut. Ich habe einfach jetzt versucht darauf zu achten, dass ich recht intensive schwarze Farbe nehme, dass es wirklich ein schöner Kontrast ist und habe jetzt bei dem Pinguin das Schwarz ein bisschen in das Grau übergehen lassen. Wenn ihr einen Fineliner habt, müsst ihr das natürlich nicht unbedingt so machen. Bei den anderen Tieren habe ich das auch nicht gemacht.
insbesondere bei so Details wie dann den Augen. Lasst euch Zeit, dass ihr da wirklich nicht zu hastig arbeitet, sondern euch genau dafür so ein bisschen mehr drauf konzentriert, dass es irgendwie wirklich ein kleiner Punkt wird nur. Denn das ist jetzt das Wichtigste, diese schwarzen Akzente machen die Farbflecken erst wirklich zu den Tierchen. Und dann habe ich geguckt, was macht denn so ein Farbfleck jetzt noch pinguiniger? Und habe dann jetzt quasi noch so Flügelansätze mit reingebracht. Einfach, dass die Farbflecken so ein bisschen mehr Dimensionen haben. Und habe unten dann noch Füße hinzugefügt. Bei der Schnauze von dem Fuchs habe ich mir mein Bild angeguckt und das versucht ziemlich genau zu übernehmen, um so ein bisschen den Charakter von so einer Fuchsschnauze einfach zu treffen. Da geht es dann darum, wie ist denn diese Schnauze geformt? Ist die eher dreieckig oder ist es doch eher rund? Also da wirklich mal ganz genau hingucken und so ein bisschen das Auge zu schulen und dann kann man diese kleinen Akzente durch die schwarze Farbe auch sehr treffend setzen. Bei dem Igel sollte alles sehr rund werden. Das heißt, das sind wirklich alles so kleine Knopfaugen oder auch so eine ganz runde Schnauze. Und da ist es ganz schön, da noch weiße Akzente drin zu lassen. Das heißt, diesen schwarzen Kreis nicht komplett 100% auszumalen, sondern so einen ganz kleinen weißen Punkt drin zu lassen für eine Lichtreflexion. Dadurch wirkt das noch ein bisschen runder und eigentlich noch ein bisschen niedlicher. Bei dem Igel habe ich dann noch so ein bisschen mehr Farbe mit reingebracht, da es mir unter der Schnauze quasi noch nicht dunkel genug war. Aber ihr seht, dass ich da zum Beispiel auch recht viel noch weiß übergelassen habe, dass auch das Innere der Ohren bei dem Igel einfach weiß ist. Ich finde, das passt jetzt in diesem Fall eigentlich ganz gut. Und das sind die kleinen Tierchen, die Farbfleckentierchen. Wenn ihr das ausprobiert, startet vielleicht mal mit einem dieser Tierchen und macht die nach und schaut euch dann einfach mal Bilder an, auch gemalte Bilder von anderen Tierchen und schaut, was sind so die Kernelemente, was ist das Wichtige und bringt das mal in Farbflecken mit rein, um einfach kleine Tiere zu gestalten. Ich finde, das ist eine richtig schöne Möglichkeit und eine super Sache, um eine Seite im Kreativbuch zu füllen. Ihr wisst, dass ich einfach alle möglichen Arten des Kreativseins liebe in meinem Kreativbuch. Das heißt, ob es jetzt irgendwie das Zeichnen ist oder Malen ist oder Collagen kleben oder Mixed-Media-Sachen machen oder sogar auch ein bisschen mal mit Wörtern was machen und da so kleine Mini-Gedichte machen, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und Sachen, die man ausprobieren kann. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass ich das mit euch in dem 4-Wochen-Online-Programm teilen kann, dass wir einfach Woche für Woche, Tag für Tag dieses Büchlein füllen und mit so ganz vielen unterschiedlichen Techniken daran gehen. Wenn euch das interessiert, ich verlinke euch nochmal das Video von letzter Woche dazu. Da kriegt ihr nochmal alle Infos, ob das vielleicht das Richtige für euch ist. Wenn ihr Lust habt auf einen kreativen Herbst, dann ist es auf jeden Fall passend für euch. Schaut da mal vorbei. Auf der Website findet ihr auch nochmal alle Infos. Und dann, wenn ihr dabei sein wollt, seid schnell, denn nur noch bis heute Abend ist es online. Wenn ihr dieses Video später seht, dann tut es mir voll leid, ihr könnt euch dann leider diesen Herbst nicht mehr dafür anmelden. Tragt euch trotzdem mal dann in den Newsletter auf der Website ein, damit ihr es mitbekommt, wenn es im Frühjahr wieder losgeht. Da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. Aber wenn heute noch der 1. November ist, dann habt ihr noch eine Chance. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und wir sehen uns im Kurs wieder, ganz intensiv in den nächsten 4 Wochen im Kurs wieder oder in einem der weiteren YouTube-Videos. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss!